Setz die Maske auf, dann können wir los. Herzlich willkommen zu Metro Last Light. Ja, wir sind hier irgendwo in den Tunnels und müssen jetzt in den Garten. Ja, gut, dann legen wir einfach mal die Maske auf. Dann können wir endlich weiter und die gibt endlich mal Ruhe. Das geht aber sehr langsam. Kein Kommentar. Hilf mir hier mal. Ja, das darf man dann wieder, oder? Typisch. So, ich denke, das Licht können wir erstmal ausmachen, dann können wir Strom sparen. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwachen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Mir hat den Funkkontakt. Okay, das gibt's jetzt auch. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass die einfach viel zu viel schwafelt? Ich meine, ab und zu mal ein paar Worte, ja, ist gut und recht. Wo müssen wir durch? Aber die redet ja ohne Punkt und Komma. Da, wo das Licht war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich für eine Bewegung. Mach dich einfach mal geradeaus. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja. Ich könnte auch noch ein bisschen helfen. Sie schießt. Schön. Ja. Hey, alles klar bei dir. Hey, ach, ja. Du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht siehst du mir doch mehr als du ein Freund. Muss man auf die andere Seite. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Und was soll ich jetzt dafür machen? Boah. Gut, dann würde ich sagen, wir laufen jetzt erstmal hier durch. Ein Filter, den nehmen wir mit. Da ist er. Da unten. Ja, man muss hier ein bisschen suchen. Und jetzt? Och. Wir haben noch eine Minute, bis der Filter leer ist. Jetzt? Hier ist er doch. Müssen wir ihn töten? Nein.
Morgen! Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Ja, das ist nicht wirklich. Diese Gefangenen wurden in einem botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rat ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Ah! Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskvitz! 3. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halte mir zusammen. Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Ja, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles verloren. Das ist nicht so gut. Aber eigentlich voraussehbar. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Ich will aber die AK und nicht das Messer. Gut. Das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt, die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst, wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Okay. Lass uns auf. Gute Güte, ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor. Du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen.
Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten. Ja, klar. Scheiße, wie konnte die uns bemerken? Sag das vorher. Voll. Der quatscht ohne Punkt und Komma und sagt erst, wenn man durch das Licht durchlauft, dass man nicht reintreten soll. Also, ja. Zu einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Ach, komm, halt die Fresse, du nervst mich. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Okay. Ich frage mich, was der jetzt vorhat. Lässt er uns hier alleine? Ja. Komm hier hoch! Ach, jetzt kommen wir hoch. Der hat die Leiter runtergelassen. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Stillhalten anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke. Bewegung! Danke. Ja, dann lauf. Ach, hier hinten durch. Mir nach! Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Der Anführer ist unfehlbar. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los, aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können wir... Los! Ja. Einfach mal den Schalter umlegen und was passiert? Ach, da kommt die Leiter runter. Wir sind sowieso erledigt. Waren das die einzigen Wachen? Okay, schraub die Glühbirne raus. Ja, gern. Okay, da vorne steht noch einer. Hier können wir die Glühbirne nicht gerade rausschrauben. Ach, jetzt. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns an. Hey! Was, wenn wir für dich etwas übrig hätten? Du bist ohne ihn. Dieses Mal machen wir es richtig. Hey Mann, öffne die Schlüssel. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und jetzt? Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du ihn verstanden? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Sag mir die Patronen. Klar. Hier, cool. Es ist nur, dass unsere Schütze Ende ist. Dann habt ihr nichts mehr zu tun. Ja. Und jetzt müssen wir die Wurfmesser nehmen. So. Das ist mal sicher nicht schlecht.
RB drücken. Okay, dann schauen wir hier mal, was wir lesen. Und jetzt? Ne, oder? Ich dachte, der hätte uns gesehen. Oh, da ist ein Monster eingesperrt. Was ist hier? Nichts. Hier ist es dunkel. Gut, dann können wir hier nicht ran. Doch. Da ist nichts. Welche Gegner? Nö. Den können wir noch looten? Wie, was drücken? Ach, hier ist ein Knopf. Ja. Wie, was versteckt? Na toll. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können wir kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünsche, ich hätte eine Granate. Ja. Hier können wir nicht durch. Ah, okay. Gut. Da oben ist eine Wache. Das ist doch schon mal gut. Ja, hab's gesehen. Ich versuche jetzt hier ein bisschen im Schatten zu bleiben. Das könnte bestimmt nicht schaden. Die Waffe nehmen wir einfach mit, auch wenn sie Mist ist. Ja, ist natürlich schon schön. Wir haben letztes Mal sehr gute Waffen bekommen und die haben sie alle wieder mehr und sind abgenommen. Ist natürlich nicht ganz fair, aber wir wissen ja, diese Spiele sind doch nie fair. Den. Ja, den haben wir erwischt. Da oben ist noch einer. Den haben wir auch erwischt. Und hier schleicht noch einer rum. Den haben wir auch. Oder zumindest einen weiteren. Ja. Scheiße, warum hast du das nicht gefunden? Ja. Gefunden. Die Munition nehmen wir mit. Ja. Die neue Turnübung. Dann schauen wir mal hier oben noch nach. Da haben wir noch einen getötet. Ja, da ist noch einer. Hier können wir das Licht ausdrehen. Ja. Genau wie an der roten Linie, glaub
Das heißt, wir müssen jetzt vermutlich hier durch. Also das aktiviert er. So, ich verstehe. Okay, guck mal auf der anderen Seite. Ach so, das müssen wir zu zweit. Gut, doch bevor wir diesen Schalter hier umlegen, werde ich die Folge hier beenden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye.